Herzlich willkommen bei Oberpfalz Echo. Wir haben die beiden Vertreter, einmal Pro und einmal Contra Windpark in Parkstein. Wir haben ein großes Ziel vor Augen. Wir wollen den Klimawandel bekämpfen und das ist ein zentrales Thema. Wir haben uns gegründet in diesem Jahr, Anfang dieses Jahres, als Genossenschaft, als Bürgerenergiegenossenschaft, um dieses Ziel zu verwirklichen, weil wir gemerkt haben, von der Politik kommt überhaupt nichts. Es wird nur geredet, jeder fordert, wir müssen Energiewende betreiben, aber es wird nichts betrieben. Jetzt in der letzten, im letzten Statement von unserem Ministerpräsidenten Herr Söder hat er gesagt, wir wollen 2040 klimaneutral werden. Das würde bedeuten, wir müssen ab jetzt jede Woche zwei Windräder in Betrieb nehmen, 1000 PV-Anlagen, Dachanlagen installieren und so weiter. Also es ist schön geredet, aber es wird nichts gemacht. Grundsätzlich möchte ich sagen, also dass die Idee oder dass der Klimawandel natürlich auch bei uns angekommen ist. Kein Mitglied der Bürgerinitiative ist gegen Windkraft, weil das also immer wieder in den Raum gestellt wird, sondern es muss sein, oder wenn man Klimawandel betreiben will, dann darf man nicht den Faden verlieren und sagen Klimawandel über alles, sondern mit Maß und Ziel dort, wo es Sinn macht. Und unsere Agenda, das steht eigentlich ganz oben, ist also keine Spaltung der Gemeinde Parkstein oder Gemeinschaft in Parkstein, sondern gemeinsame Wege. Und das würden wir uns wünschen und wir betrachten den Standort Eichendraht aufgrund der Nähe zur Wohnbebauung und aufgrund der touristischen Bedeutung von Parkstein für nicht geeignet. Gleichzeitig hat es ein paar Einwände gegeben bezüglich Flora und Fauna, dass es also einige seltene Tierarten geben würde. Habt ihr euch damit auseinandergesetzt? Es wird ja alles untersucht, wir können das nicht machen. Das ist ja ein festgelegtes Verfahren. Es wird über ein Jahr wird das untersucht an 26 Tagen im Jahr, an bestimmten warmen Tagen. Es ist festgelegt in ein Verfahren und das Ergebnis muss man dann abwarten. Da wird ja alles untersucht. Da wird also Bodenleben, was in der Luft fliegt und so weiter. Es wird komplett kartiert und festgeschrieben und dann kann man ein Ergebnis sehen. Aber ich habe den Gemeinderat vor der entscheidenden Sitzung angeschrieben und habe darauf hingewiesen, also dass sowohl der Seeadler hier in Parkstein heimisch ist, der Schwarzstorch, ich habe die Fotos dabei, kann ich Ihnen also zeigen. Wenn man bedenkt, dass also der Schwarzstorch zum Beispiel gegen die Errichtung der Windanlagen in Flossenbürg auf der Kogerie gesprochen hat, gegen die Errichtung der Windanlage in Mugelhof gesprochen hat und dann also, und das ist, und da wird darauf hingewiesen und der Gemeinderat beschließt dann trotzdem und sagt, das machen wir jetzt mal und dann also schauen wir, warten wir das artenschutzrechtliche Gutachten ab, dann habe ich da ein Problem. Also man macht letztendlich wohlwissend, sagt man, das interessiert uns jetzt alles nicht, man blendet das aus und macht jetzt trotzdem was auf, dass wir die Energiewende voranbringen. Soll man nicht eine offizielle Untersuchung dann machen? Es werden überall Vögel gesehen. Und das Foto ist 5 Jahre alt. Also wie gesagt, ein 5 Jahre altes Foto, mache ich dann überhaupt keinen Bürgerentscheid dann? Also das verstehe ich nicht mehr. Ja. Tut mir leid. Aber es ist doch bekannt, oder, dass der Seeadler hier ist. Ja, natürlich. Ist ja, wird untersucht, sagt man dann. Man schon im Vorfeld weiß, und das ist für mich das große Problem, man weiß im Vorfeld, eigentlich sind hier geschützte Tiere da, ja, und trotzdem ignorieren wir es und sagt, da warten wir jetzt das Gutachten ab. Sie gehen davon aus, dass die Vögel mit den Windrädern nicht umgehen können, also dass das einfach eine konkrete Gefahr ist, dass sie in die Rotornblätter reinfärben. Also es gibt ab und zu Ansätze, wo man hört, Vögel wären lernfähig. Sie glauben nicht, dass das möglich wäre. Wird schwierig sein. Ich kann es nicht vorstellen. Also wenn, dann muss man es technisch lösen. Und zwar also gibt es ja dieses Monitoring, also diese Rundumkameras, wo dann die Vögel angeblich erkannt werden. Ist aber wissenschaftlich noch nicht erwiesen. Also dass die wirklich dann den Erfolg bringen. Es gibt in Deutschland seit 2006 so wie ich gelesen habe, 2 Kollisionen mit Schwarzstörchen bei 30.000 Windrädern. Ein Schwarzstorch
schaut normalerweise nach vorne, nicht nach unten, sondern der umfliegt diese Windparks. Es sind also Studien über 3 Jahre schon gemacht worden und das Verhalten untersucht worden von Schwarzstreifen. Die Population hat sich vermehrt, vergrößert, trotz der Windräder. Also Schwarzstreifen ist überhaupt kein Problem mehr. Es wird trotzdem untersucht. Ich meine, es wird ja alles, die ganzen Flugbewegungen werden untersucht. Deswegen muss ich erst einmal so ein Gutachten erstellen und dann kann ich sagen, was ist da los bei uns in der Gegend. Kann es sein, dass er schon wieder weg ist? Das weiß man ja nicht. War ja im Muckelhof auch, nachdem es festgestellt wurde, war er wieder weg und keiner hat ihn mehr gesehen. Jetzt kommen wir zu dem, was Sie am Anfang angesprochen haben, nämlich die Frage, wie wertvoll ist dieses Gebiet, diese Region touristisch oder andersrum vom Landschaftsschutzgedanken her. Wo sehen Sie denn den Großen eigentlich? Ich bin jetzt heute irgendwie von Erbendorf reingefahren. Was man in Parkstein ansieht, ist sehr langgezogene Gebäude, die vor dem Basaltkegel stehen. Kann man jetzt über die Ästhetik streiten. Also das heißt, es ist ja nicht so, dass es nur ein Naturgebiet ist. Wo sehen Sie denn die große Einschränkung, die jetzt durch die Windräder das Landschaftsbild stören würden? Wir haben jetzt mit Prangern auf der einen Seite mit Winkler angeprangert, weil er einfach Fläche braucht für seine Mitarbeiter. Und das ist das Argument zu sagen, weil es dort schon ist, dann machen wir jetzt gleich weiter und machen jetzt noch, setzen eins drauf und knallen da Windräder rein mit 250 Meter Höhe. Ja, das wird die Landschaft verändern im ganzen, in der ganzen Sichtachse Parkstein-Rauer-Kulm. So muss man das sehen, die prägnant ist und für den Landkreis Neustadt von großer touristischer Bedeutung ist. Was sagen Sie denn dazu? Also können Sie nachvollziehen, dass man sich Sorgen um dieses Naturdenkmal Parkstein mit dem Basaltkegel und dieser Sicht macht? Natürlich. Bloß Sicht ist ja relativ. Bei welcher Sichtachse sehe ich denn durch von Parkstein nach zum Rauenkulm? Wo muss ich stehen, damit ich das sehe? Also wenn ich vor dem Parkstein stehe, an der Basaltwand, dann sehe ich gar nichts von den Windrädern. Oder wenn ich auch von Weiden komme, sehe ich nichts von den Windrädern. Wenn man Klimawandel betreibt, als Insellösung, als kleines Dorf, und jeder macht sein eigenes Ding in dieser Sache, wie schaut dann unsere Landschaft aus? Warum geht man nicht her und löst so ein globales Problem, nicht zumindest interkommunal im Bereich des Landkreises Neustadt, mit den Nachbargemeinden? Die Leute treffen sich zum Weltklimagipfel in Glasgow und die Parksteiner sind nicht bereit oder in der Lage, nach Schwarzenbach zu fahren, nach Kirchendiemann-Reuth zu fahren und nach Bressa zu fahren. Und das ist nicht in Ordnung. Hat es den interkommunalen Gedanken mal gegeben, also die Idee zusammen miteinander verwirklichen? In diesem Landkreis gibt es keinen interkommunalen Gedanken, weil sobald ich da mit Windrädern anfange, geht nichts mehr. Hast du schon versucht? Und wir wollen, ich war beim Landrat. Wir haben natürlich mit dem Landrat geredet und so. Er hat gesagt, ja, wenn ihr das machen wollt, in Parkstein selber könnt ihr das machen. Die Möglichkeit dazu gibt es mit einer Bauleitplanung. Das könnt ihr so machen. Ist auch so vorgesehen, auch von Söder. Er hat das auch so gesagt, er will ja Windräder haben. Söder will Windräder haben. Und gibt den Kommunen damit die Möglichkeit, das zu machen. Und das haben wir gemacht, so wie das vorgeschlagen wurde. Wir haben davon gesprochen gehabt, dass wir Abschlussbilanz machen, ob man im anderen oder beim anderen Argument erkannt hat, das einem vielleicht zum Nachdenken bringt. Ich darf erst mal anders anfangen. Einigkeit besteht darüber, dass wir in einem gewissen Handlungszwang sind, die Klimawende irgendwo, beziehungsweise den Klimawandel irgendwie zu stoppen. Findet man denn irgendwo einen Ansatz? Sie haben ja ein paar Punkte angesprochen, wo Sie sagen, Sie wären dabei, Sie würden mitmachen. Also sollte dieses Unternehmen wirklich scheitern, dürfen wir sich praktisch beim Wort nehmen, ihr macht es dann miteinander, eine neue Bewegung, um an einem anderen Standort was zu finden. Ja, durchaus. Also das wäre dann auch ähnlich mit der Unterschrift, darf man da, Sie geben eine Garantie ab, wir suchen dann einen anderen Standort. Ja, durchaus, können wir darüber reden. Ja. Es wird ausschließlich dieser Standort abgelehnt, ansonsten, wenn ein anderer, weiterer geeigneter Standort im Ort ist, im außermärkischen Bereich, in der Region, gibt es kein Problem. Sie wären auch dabei, wenn also tatsächlich dieses Projekt scheitern würde? Dann wird gar nichts gehen. Da bin ich mir sicher, weil nur mit einer Bauleitplanung kann ich im Moment was arbeiten. Wenn ich woanders hingehe, dann habe ich nicht mehr das Recht für eine Bauleitplanung. Wie gesagt, im Moment haben wir die Möglichkeit, das selber zu machen, woanders haben wir die Möglichkeit nicht. Sobald eine andere Kommune damit reden muss, haben wir die Möglichkeit nicht mehr.
Und nur deshalb als solches kriegen wir in Parkstein Windräder. Nur weil man meint, man kann mit anderen Gemeinden nicht reden. Das hat man mit dem woher, zu tun. Woher nehmt ihr das? Das hat man mit dem ich kann, ich kann doch nicht, was mir unheimlich schwerfällt, wenn das alles so toll ist, was ihr da jetzt so plant. Ja, warum, wir haben hervorragende Bürgermeister im ganzen Landkreis. Ja, warum kommen die da nicht drauf? Richtig. Ja, warum kommen die da nicht drauf? Da frage ich mich schon an. Es gibt so viele Aufgaben, die wir machen müssen. Die denken mit, die denken mit, die schützen ihre Heimat oder sie, okay. Machen, sie warten, bis endlich was kommt, wo man sagt, hier bauen wir einen Windpark für den Landkreis Neustadt mit 30 Windrädern. Ich jubel, ich sage Ihnen ganz offen, das ist der richtige Weg. Wie lange braucht man dazu? Es kommt darauf an, das muss sich ändern. Das wir haben die Zeit ändern. Nicht. Wir haben die Zeit nicht. Die haben wir nicht. Die läuft uns davon. Es ist ein Alleingang. Es ist im Moment, jeder redet von erneuerbaren Energien, deutschlandweit, fernsehweit, weltweit, jeder redet davon, keiner macht was. Keiner. Was ist los in Deutschland? Nix. Also bitte, bei uns zumindest in Bayern, null. In Bayern ist doch der wenigste Wind mit. Damit ist überhaupt kein Thema. Der ist natürlich da. Das sind Schwachwindanlagen. Ja, das sind Schwachwindanlagen. Genau. Und für das sind die gemacht. Nee, das sind spezielle Schwachwindanlagen. Die sind speziell für Schwachwindgebiete gemacht, um das meiste rauszuholen. Ist schon klar, dass die neue Generation natürlich. Der Windräder also sehr, sehr gut ist. Ja. Ich habe mich da befasst damit. Also, Windkraft gehört zur Energiewende dazu. Ja. Naja, logisch. Deswegen machen wir doch was. Was ist so schlimm da, ein Windrad anschauen zu müssen? Was ist so schlimm da? In einem Fall ist es, in anderen Fall nicht. Richtig, aber das ist doch ein schöner Schluss. Was ist dem einen fällt es, dem anderen fällt es nicht. Genau. Beide wollen den Klimawandel verhindern. Das haben wir irgendwie im Konsens. Aber wie wir das machen wollen, das haben wir heute leider nicht klären können. Insofern müssten wir tatsächlich auf den Bürgerentscheid oder das Staatsbegehren warten und dann wird es eine Entscheidung geben. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Und wünsche jedem von Ihnen, dass er zum Teil recht bekommt.